Falls ihr aktuell noch auf dem Schlauch steht und noch nicht wisst, wie ihr eure Outfits im Herbst stylen sollt, kein Problem. Heute kommt Online-Bruder Korte um die Ecke mit einem Inspirationsvideo für eure Herbstlooks. Wie ihr das von mir kennt, habe ich es euch einfach gemacht. Ich habe euch die Kleidungsstücke zu den jeweiligen Outfits unten hier in der Infobox verlinkt. Also falls ihr irgendwas nachshoppen möchtet von diesen jeweiligen Outfits, einfach unten in die Infobox schauen. Und jetzt starten wir direkt mit Outfit Nummer 1. Outfit Nummer 1 ist das hier, was ich jetzt hier aktuell trage, in etwas abgeschwächter Form. Starten möchte ich aber an dieser Stelle als erstes mal an den Füßen. An den Füßen trage ich schwarze Lackloafer, die etwas größer, etwas mehr chunky sind und dazu feine Socken. Und das Highlight-Piece ist gleichzeitig auch die Grundlage von dem Outfit. Das ist hier an dieser Stelle die Hose. Unten an der Hose habe ich einen Umschlag und die Hose hat halt wirklich richtig schöne, feine Details, wie zum Beispiel die Side-Adjuster, als auch der Verschluss an der Hose und auch die Bundfalte. Einfach eine richtig schöne, feine Wollhose. On top trage ich ein cleanes, schwarzes T-Shirt und das kombiniert mit einem grauen Cardigan mit schwarzen Knöpfen. Und das Coole hier an dieser Stelle liegt hier im Detail, und zwar glänzen die Knöpfe ein bisschen. Das Glänzende findet sich in den Schuhen als auch in den Knöpfen so ein bisschen wieder. Das Ganze nochmal kombiniert mit einer schwarzen Wolljacke und das nochmal gehighlightet mit einem schwarzen Kaschmirschal und einer Sonnenbrille. Was mir bei dem Outfit tatsächlich sehr gut gefällt, sind die unterschiedlichen Materialien und die damit verbundenen unterschiedlichen Texturen. Der Cardigan zum Beispiel hat eine etwas gröbere Textur, wohingegen die Hose zum Beispiel einfach eine etwas feinere Textur hat. Und das habe ich tatsächlich hier wirklich in jedem Kleidungsstück wiedergespiegelt. Weiter geht's mit Outfit Nummer 2, was man tatsächlich vorwiegend auf der Düsseldorfer Königsallee wiederfindet oder auch bei Daddys, die sich einfach etwas sportlich eleganter kleiden. Starten wir aber als allererstes mal an den Füßen. An den Füßen trage ich weiße Ledersneaker von der Brand Georgs, dazu kombiniert weiße, feine Socken. Darüber eine graue Wollhose, die vom Stoff her einfach so ein bisschen dicker ist. Auch hier an dieser Stelle ein absolutes Highlight-Piece, wie ich finde, weil es A, eine Buntfalte hat und auch vom Verschluss oben mit einer Kordel super easy und super locker und lässig zum Tragen ist. Darüber kombiniert ein Businesshemd in weiß und darüber trage ich einen dunkelblauen Cardigan, den man tatsächlich mit einem Reißverschluss unten als auch oben öffnen kann, was ich auch sehr entspannt finde an dieser Stelle, A, zum Regulieren der Temperatur, aber auch, um das Ganze einfach etwas sportlicher aussehen zu lassen. Darüber dann noch eine Pufferweste und das Ganze abgerundet mit einer passenden Sonnenbrille. Für die Leute, die es etwas entspannter mögen und vor allen Dingen auch etwas cooler mögen, machen wir jetzt weiter mit Outfit Nummer 3. An den Füßen trage ich beige Wildleder, Boots, die tatsächlich auch ein bisschen heavier und ein bisschen massiver sind. Dazu eine richtig schön dunkelblaue Denim-Jeans von der Brand Levi's, die ich auch nochmal umgeschlagen habe aufgrund der Höhe der Stiefel. Und dazu kombiniert ein beiger Strickpullover, einfach mit so einem quadratischen Muster drauf. Und darüber dann eine Wolljacke. Man könnte auch sagen, es ist ein Jacket, eigentlich ein bisschen zu groß für ein Jacket, aber geht in die Richtung, also so ein Mix aus Hemd und Jacke und das Ganze abgerundet mit einer passenden Beanie und einer passenden Sonnenbrille. Last but not least, machen wir weiter mit einem etwas cooleren Freizeitlook. An den Füßen trage ich schwarz-weiße Ledersneaker. Dazu kombiniert eine ganz normale schwarze Basic-Hose und darüber einen dunkelgrauen Rundhalspullover. Und da drauf dann eine richtig massive und windabweisende als auch regenabweisende Pufferweste. Und ich muss sagen, trotz alledem, dass die von H&M kommt, hat die wirklich so eine gewisse Wertigkeit, muss ich sagen. Gerade wenn man auch das Material anfasst. Also das ist tatsächlich echt eine sehr, sehr gute Weste, wie ich finde. Und das Ganze abgerundet mit einem passenden Schal in schwarz-grau kariert und on top noch eine Sonnenbrille. Und zum Abschluss nochmal hier die 4 Outfits im Überblick und schreibt gerne in die Kommentare rein, welches Outfit ihr persönlich am ehesten tragen würdet und welche Outfits euch persönlich am besten gefallen haben. Falls noch jemand kennt, der aktuell seine Herbstgarderobe so ein bisschen auffrischen, so ein bisschen aufpimpen muss, dann teile liebend gerne dieses Video mit ihm. Ich freue mich riesig, wenn ich euch da draußen mit meinen Videos ein bisschen weiterhelfen kann oder auch ein bisschen Inspiration liefern kann. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Stylen eurer Outfits und wünsche euch einen maximal gestylten Herbst.